Über 5, warum nicht? Lass das mal testen. Haha, ich hab die Hose voll mit Monte. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von TWOOF. Mein Name ist Sanepi und wir spielen mal wieder mit ganz vielen anderen. Neben mir steht Bulldog, ein Neuer in unserer Sanepi-Gemeinde. Und wir haben noch jemanden. Da ist er doch. Der ist 666. Oder der ist 666, wie auch immer. So, wir wollten, also der ist 666 meinte, wir hätten eine Chance in über 5. Warum nicht? Lass das mal testen. So, wir sind in ein über 5 Dungeon. Nice. Oder Region. Und wieder ein Freund mehr. Meine Freundesliste wächst und gedeiht. Der Hammer. So, über 5 und ich werde übermäßig voll krepieren. Mal hier durchgehen. Wo kommen wir da hin? Gut, hier ist gerade erstmal nichts. Wir sind aber schön weit weg. Und zwar da lang. Da sind noch mehrere. Warum nicht? Wow. Also ich muss sagen, die Gegner machen Damage, das ist mal verboten. Haha, die übertreiben wirklich. Man sieht also, sein Krieger ist ganz schön stark. Also er kommt hier richtig klar. Ich noch nicht, aber das ist normal. Bis vor kurzem haben wir, glaube ich, über 2 nur gemacht. Aber da hinten sind 100.000 Mann. Einfach mal der Riesengruppe folgen. Man darf sich nur nicht von Gegnern hauen lassen. Ja, ich glaube, das ist schon abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, warum die alle hier sind. Ich will auch da durch. Ist ja nur heiß. What the fuck ist ja. Was geht hier los? Ich weiß gar nicht, wo man hier lang muss. Ich habe Angst, hier irgendwo stehen zu bleiben, dann bin ich sofort tot wahrscheinlich. Ah, hier geht's weiter. So. Jetzt wollen wir noch mal das da oben probieren. Diesen riesigen Drachen. So, hier hoch und hier vorne ist der Eingang. Und hier geht's runter. Und hier muss ich vorbei und jetzt werde ich gleich an Lava sterben. Nein, 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 nicht hauen. Man muss aufpassen hier. So. Das ist natürlich hier richtig hart. Hier muss man sich sehr konzentrieren, nicht von irgendeinem Gegner angegriffen zu werden. Also gerade weil ich nicht für dieses Gebiet hier geeignet bin. Aber wir wollten uns das nochmal angucken. Hier, ich werde meine Neoninja wiederbeleben. Oh mein Gott. Sogar der eine hat da nur einen Schlag vertragen. Hier kommt, glaube ich, der Endgegner. Hier muss ich echt aufpassen.
Das liegt da rum. Also nicht nur ich kriege aufs Maul, sondern jeder hier. Ich weiß nämlich... Ah, irgendwas schießt mich an. Haben wir auch Teile bekommen? Eins nur. Nur eins bisher. Ah, was sehen meine Augen denn da? Ein Dungeon. Dieses Mal sind wir hier nur zu zweit, glaube ich. Oder ist hier noch einer? Ah, da ist noch ein dritter. Wow, ich bin beim Springen daneben gesprungen. Auf jeden Fall versuchen wir das Ganze mal. Oh mein Gott, ich habe immer noch keinen Bock auf alles. Ich muss hier irgendwo oben drauf. Ich muss aufpassen hier. Erstmal rutscht man hier ganz schön stark. Zweitens ist der Endgegner hier ein richtiger Lappen. Bam. Diesmal haben wir hier ordentlich abgesahnt. Ah, und auch endlich mal ein Item. So, wir stehen vor das Haus von Dad 666. Wir wollen mal in dem Haus reingehen. Was hat er da so drin? Erstmal die Tür freilegen. Ich weiß auch nicht, warum da was ist. Hier ist ein Fall. Ah, lecker Pizza. Wenn das eine Pizza sein soll. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist keine gute Idee. Wir kommen hier nie wieder hoch. Ich bin mir nicht sicher. Mal hier mit dem Ding fahren. Nein, das fährt nur hoch. Ah, wir kommen gleich. Oh mein Gott. Hier sind einfach mal 8000 Portale zu verschiedenen Clubwelten. Ganz viele Trophäen. Wow, hier ist volle Action. Ich will da nicht durch. Ich will da nicht durch. Ah, ich dachte, der fährt auch mal in die Richtung. Macht auch. Yeah. Nein, nicht wieder hoch. Nicht wieder hoch. Ich bin oben. Oh mein Gott. Ah, wir kommen wieder zu einem Dungeon. Wir sind immer noch in EU5, leider, zu meinem Bedauern. Nicht, dass es schlecht ist, sondern ich habe die Hose voll mit Monte. Wenn ihr einmal falsch auftrittst, dann springt dir so ein Gegner in die Fresse und killt dich. Da kommen die schon. Die können mich nicht leiden. Ich habe nichts getan. So. Whoa, what the fuck is wrong with you? Okay, weiter geht's. Da ist der King. Wow, nicht so nahe kommen. Das könnte tödlich enden. Eigentlich kann alles hier tödlich enden. Aber die Teile nehmen wir mit, bevor wir sterben. Oh mein Gott, der holt aus, wenn der mich damit trifft. Dann werde ich noch 6 Mal hintereinander sterben, so viel Schaden wird der machen. Schön sanft mal reinhüpfen. Sogar die Gegner machen megamäßig Damage. Aber es geht fast. Also, ich hatte es echt noch viel schlimmer vorgestellt. Wow, irgendwas hat mich getroffen. Ich habe keine Ahnung was, aber es tat weh. Also ich bin hier nur am Tränke schlucken.
trotzdem nice. Das war der Exkurs in, ich gehe mal hier oben drauf, der Exkurs in U5. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Ciao.